Jo, hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich. Da sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Was heißt, also für mich war es eine kleine Pause. Ein paar Tage ohne Podcast, weil ich mehrmals Podcasts angefangen habe und wieder und dann gesagt habe, nee, ich mach's denn doch nicht. Und ja, aber diesmal, jetzt haben wir die Folge 309 und ich mache mir wieder ganz normalen Kaffee. Ihr kennt das Spiel. Jo. Ich habe gestern sehr viel geschlafen, mal wieder nach der Arbeit. War gestern irgendwie total ausgenockt. Naja, jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt musst du wieder um kurz vor 3 aufstehen und einen Podcast machen. Ja, ich bin auch noch nicht groß angezogen oder so. Ich habe einfach, ja, gesagt, jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee, um wach zu werden. Meine Katzen sind auch schon wach. Becky ist sowieso immer wach. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe vorhin, nee, gestern habe ich mir ein Video nochmal angehört über Audacity. Über einen Menschen, der mit Audacity seinen Podcast aufgenommen hat. Also der hat richtig erklärt, natürlich für Sehende, ist logisch, ist nicht für Blinde. Ja, also, dass er halt ein Mikrofon am Computer und dann mit, ja, dass er halt auch sagt, nein, Mono reicht und dann hat er den Podcast aufgenommen und hat auch erzählt, dass er ja, ist ja gut, den Equalizer genommen hat. Also er hat auf Filterkurve gemacht und dann auf Werkseinstellung. Das nennt sich wohl so. Muss mal gucken, muss mir das mal selber angucken. Und dann auch Rumpeln, irgendwas mit Rumpeln, dass man halt die tiefen Frequenzen wegschneidet. Ja, und das fand ich ganz interessant. Der hat auch mit Rauschunterdrückung gearbeitet dann, also hat dann so 5 Sekunden vorher, also 5 Sekunden lang das Gerät laufen lassen und dann halt aufgenommen und hat dann halt auch das Rauschprofil ermittelt. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, als Blinder das zu machen, weil bis jetzt habe ich das von einem Blinden noch nicht gehört. Auch mit dem Kompressor zu arbeiten, der bei Audacity ist, also ja, fand ich ganz interessant. Letztendlich, ob es wirklich ein besseres Ergebnis ist, ist ja immer die große Frage, weil, also ich finde schon mal, also die Aussage, die er gemacht hat, von wegen, ja, man braucht ja für den Podcast kein Stereo, das fand ich immer so ein bisschen, da habe ich mir so gedacht, naja, gut, aber, naja, ich finde gerade, wenn man so meine Stimme orten kann oder dieses Rechts-Links, was wir hier so machen, aus Spaß, ne? Also man merkt einfach, dass manche Leute eine ganz andere Anforderung an Podcasts haben. Ne? Die wollen halt, dass die Stimme total trocken und ohne Hintergrundgeräusche, wenn es möglich, auch noch Mono und so rüberkommt. Ne? Da fragt man sich manchmal, ist man denn so auf dem richtigen Weg oder? Oder nicht. Ne? Ja, ist natürlich immer eine Ansichtssache. Ich persönlich bin ja immer ein Freund von Stereo und ich mag es einfach auch mehr, wenn ein Aufnahmegerät durchklingt. Die Aufnahmen gilt, ja. Und nicht dass man da rum frischt, rein immer. Ne? Und insofern, aber das ist ja auch immer eine Ansichtssache, ne? So sieht jeder das wahrscheinlich irgendwie anders. Ne? Das ist halt einfach so. Aber so kann man das halt machen. Es ist immer wieder interessant für mich zu hören, wie unterschiedlich die Sichtweisen doch sind. Und ja, wie unterschiedlich jeder damit arbeitet. Äußerst interessant.
jeder Mensch macht halt sein eigenes Ding. Und so ist das halt, ne? Ja, aber dieses Video fand ich ganz interessant, mal von einer anderen Sichtweise das zu hören, ne? Also wie jemand einen Podcast ganz anders macht als ich jetzt, sage ich mal. Ich finde es halt viel schöner, so naturgemäß, und dass man halt auch mal rechts, links hört und dass man halt auch mal ein bisschen Rauschen hört. Und ja, und andere Leute versuchen das halt immer auf alles wegzufiltern. Ich werde mich garantiert auch mal wieder mit Audacity beschäftigen. Aber ja, er sagte auch, das ist ein beliebtes Programm. Es ist natürlich nicht das beste Programm, hat er gesagt, aber es gibt es halt umsonst. Ich habe mir so gedacht, naja, alle schwören ja drauf. Ich meine, ich bin ja immer der Meinung, umso mehr du mit dem Programm machst, umso ja, umso steriler wird der Podcast eigentlich, ne? Also wenn man natürlich nur mit dem Programm und Sachen wegschneidet und Ende kürzt und Atma rausschneidet, dann wird es einfach sehr steril und sehr unpersönlich, ne? Und deswegen, oder auch mal ein Versprecher, der muss einfach mal sein, ne? Das ist, ja. Sprecher sind einfach normal. Das ist völlig normal. Auch menschlich, ne? Wenn man da gerade rumfeilt und das alles so perfekt hat. Also ich finde es schöner, wenn etwas natürlich ist. Aber man kann die andere Variante ja auch mal ausprobieren. Ne? Also so ist es nicht. Ich bin ja offen für alles. Ja, und ja, dann probiert man es halt aus, ne? Das ist halt einfach so. Das ist, ja, kann man ja machen. Das ist so. Ja, jedenfalls war das sehr interessant, mal zu hören. Ja, also es ist immer wieder interessant zu hören, wie unterschiedlich die Leute damit umgehen. Und ja, es ist ja wahrscheinlich auch, es hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Zielgruppe zu tun. Ne? Also, was will ich mit meinem Podcast bezwecken? Ich denke mal, wenn ich natürlich einen Podcast mache, wo ich will, dass die Leute auch wirklich zuhören, weil ich eine Information habe, ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn die Stimme dann wirklich rauschfrei und so rüberkommt, ne? Ja, für meinen Podcast, sag ich mal, ich finde es einfach schöner, so wie es ist, also dieses rechts-links und ja, und auch wenn man das Center-Mikrofon eingeschaltet hat, dieses Bassige, ja, derjenige würde das dann versuchen rauszufiltern. Ja, und dieses stationäre Aufnehmen am Computer, was er ja gemacht hat, ja, also man ist natürlich auch so, wenn man so Fan davon ist, ne? Wenn man so am Computer sitzt, USB-Mikrofon auf dem Tisch und dann Mikrofon direkt vor der Nase und dann losredet, dafür muss man natürlich auch sein. Ne? Ich bin halt so ein Mensch, der gerne aufnimmt beim etwas tun. Also ich bin halt ein Mensch, der sagt, Mensch, ich finde es einfach schöner aufzunehmen, während ich einen Kaffee mache oder während ich, keine Ahnung, am Computer sitze. Ja, also. Aber es ist schon interessant, also wie unterschiedlich die Menschen aufnehmen. Ja.
Aber so ist es halt. So, jetzt haben wir den Kaffee fertig. Also, das ist angstinteressant. Ja. So. Kater schleppt jetzt das Wasser aus. Im Spülbecken. Naja, kann er machen. Ist ja das Wasser. Ja, interessant, interessant, interessant. Das alles. Also anscheinend stehen viele Podcaster auf diese trockene Stimme. Ist interessant. Prost, Leute, auf den Donnerstagmorgen. Ja, der Kaffee ist auch gut. Hatschi. Jetzt trinkt mein Kater Wasser. Gerade das macht ja meinen Podcast zum Beispiel aus jetzt. Dieses, dass man halt im Hintergrund die Katze hört, jetzt Blackie, wie er wieder versucht, mit dem Ball zu spielen. Ne? Das sind alles so Sachen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde den Podcast total trocken machen, man würde nichts hören, nur meine Stimme, kein Rauschen, kein... Ich meine, interessant wäre es ja mal, ob man das so hinkriegt als Blinder. So trocken und... also das reizt mich schon mal. Jetzt gar nicht mal, weil ich das immer machen will, sondern... Die Frage ist halt, inwiefern kann man das hinkriegen? Aber ja, letztendlich braucht man ja auch das richtige Mikrofon dafür und ja, den richtigen Abstand. Man muss sich hören dabei und da ist man auch so verkabelt letztendlich. Und das ist dann, wo ich natürlich dann wieder sage, ich will mich einfach frei fühlen. Aber
wie gesagt, ich gucke mir das gerne mal an, was du bei YouTube so über die ganzen Programme gesagt wird. Aber ich glaube, mit meinem PC aufnehmen, Podcast mit dem PC aufnehmen, nee, also da fühle ich mich dann zu eingeengt irgendwie, wenn ich dann da auf meinem Stuhl sitze, Mikrofon und vor der Nase und dann. Lobe ich mir meine Olympus-Geräte. Die machen einen guten Job. Ja, und es macht immer wieder Spaß, mit Olympus zu arbeiten. Auch wenn sie die Dinger nicht mehr herstellen, aber ich hoffe, dass sie noch ziemlich lange mir erhalten bleiben. Klar, ich muss mich nach einer neuen Lösung umsehen, das ist logisch, ne? Weil so ein Olympus wird nicht ewig halten. Ja, irgendwann werden die Dinger auch mal kaputt gehen oder so, keine Ahnung. Es wird zwar noch eine Weile dauern, aber ich bin trotzdem schon am Überlegen, wie mache ich meine Podcasts, wenn ich kein Olympus mehr haben sollte. Das überlegt man ja schon. Und ja, mit dem Shure-Motiv MV88, das geht zwar, aber es ist halt immer noch kein Olympus letztendlich. Also die Qualität von Olympus kriege ich jedenfalls mit dem Shure nicht hin. Vielleicht kriegen andere das hin, aber ich kriege das halt nicht hin, die Qualität mit dem Shure. Dass ich die Qualität vom Olympus sozusagen habe. Also das, vielleicht ist das auch nur der eigene Eindruck. Ne? Vielleicht ist man ja auch an Olympus, an diesen Klang so gewöhnt, dass man sagt, dass man das so empfindet. Ne? Aber ich meine, beim Olympus brauche ich einfach weniger machen. Also der steuert alleine aus, ihr merkt es ja. Ne? Wenn man auf automatisch hat und Zentermikrofon an und weit 1, dann klingt das schon einfach geil. Also da braucht man nichts mehr machen. Das ist, ja, da braucht man nicht noch, oh scheiße, es übersteuert ist und so. Und beim Shure zum Beispiel hat man das Problem, wenn man es zu laut aufgedreht hat und man geht zu nah ran, übersteuert es. Und ja, das ist halt dann doch eher für Profis gedacht, finde ich. Aber gerade sowas hier, so ein Olympus, ja, das schaltest du ein und quatscht drauf los. Und fertig, ne? Das war der Kühlschrank. Ja, den würde man natürlich bei so einer Trockenaufnahme nicht mehr hören. Also da würde man ja wirklich nur noch meine Stimme hören und fertig. Kein Hintergrund mehr. Naja, da ist ja wahrscheinlich bei vielen wieder der Reiz, wenn sie so einen trockenen Podcast aufnehmen, das als Geräusch reinzuschneiden. Ne? Also wahrscheinlich dann, dass man sich gute Geräusche holt und dann, ich mache mir mal einen Kaffee und dann würde man das halt reinschneiden. Ne? Das ist halt dann wieder was, das hat dann wieder das vom Hörspiel. Island hat natürlich auch seinen Reiz, technisch, sage ich jetzt mal, ne? Klar. Aber es ist natürlich eine Menge Arbeit und da muss man auch für sein, sage ich jetzt mal. Und ja, ich liebe es einfach mehr, dieses Gerät an und es läuft und fertig, so wie jetzt. Und so hört ihr alles im Hintergrund, ne? Den Kühlschrank und weiß ich, was noch kommt. Und das ist alles, das ist einfach die Atmosphäre hier. Und darauf verzichten, ich weiß nicht. Ich würde es wahrscheinlich anders sehen, wenn ich so einen Podcast mal so hinkriegen würde. Ne? Also wenn ich wirklich mal so einen trockenen Podcast hinkriegen würde und dann vielleicht sogar stolz drauf bin, dass ich das so geschafft hätte. Ne? Das ist auch immer eine andere Sache. Ne? Manchmal ist man ja auch, zweifelt man ja nur an den Sachen, die man selber nicht kann oder wo man selber nicht, und wenn man es einmal hingekriegt hat, dann findet man das so geil, dass man so denkt, oh geil, jetzt nehme ich fast immer so auf. Ja, kann natürlich auch sein, aber ich habe es bis jetzt nie so trocken hingekriegt.
Und ja, ich habe auch nicht die Mikrofone dafür, davon abgesehen. Und ich könnte das auch gar nicht so präzise mit dem Rauschen und dem Kompressor und wie da kann man ja zig Werte einstellen und so. Und ich wüsste halt auch gar nicht, ja, wie stellt man die Werte da ein und auf welchen Wert macht man es am besten. Und jede Stimme ist ja auch anders und jeder Raum ist anders, jedes Mikrofon ist anders, ne? Und das ist mir dann einfach zu viel, wo ich dann manchmal so sage, boah, nee, da hakt es bei mir aus. Naja, aber auf jeden Fall war das wirklich interessant. Ja, ein bisschen müde bin ich, aber ja, ich habe genug geschlafen heute. Ja, wir hatten jetzt die letzten Tage auch keine Arbeit. Also heute soll ja wieder Arbeit kommen, heute soll ja wieder Hettich kommen. Ich hoffe, dass was für mich dabei ist. Die letzten Tage waren wirklich, ne, wir haben aber viele Filme gesehen. Wir haben gestern ein paar Budi-Filme gesehen. Wir haben Schuh des Manitus gesehen, dann haben wir Lissi und der wilde Kaiser gesehen und dann haben wir Traumschiff Surprise angefangen. Den müssen wir noch zu Ende gucken. Ja, was kann ich über die Bulli-Filme sagen? Ich finde die einfach schön zum Lachen. Also ich finde die alle auch gut. Also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, welchen Film ich besser. Es sind ja alles irgendwie eigene Werke. Obwohl jetzt Traumschiff Surprise und Judas Manitus ja so ein bisschen ineinander übergehen. Also so ein bisschen jedenfalls, weil sie ja nochmal in dieser Zeit sind. Aber trotzdem finde ich einfach, diese Filme von Bulli, die sind einfach lustig. Das ist einfach was, wenn man wirklich mal lachen will oder so. Und gut, das Traumschiff Surprise natürlich nicht so wurde wie die Einzelfolgen, die es ja damals gab bei der Bulli-Parade. Ist ja auch klar, ne, dass man halt von den Rechten her das nicht so machen durfte. Ja. Ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde es halt eine ganz coole Sache mit dem Star Wars und Star Trek vermischt und das macht schon Spaß. Also man muss sich halt drauf einlassen können, ne, denke ich. Und ja, es ist einfach ein lustiger Film. So sehe ich das. Ne? Und ja, auch Schuh des Manitus. Herrlich mit Winnetouch und Abahachi, ne? Und der Ranger. Bulli immer mit seinen, ich weiß nicht, ob der manchmal mehrere Rollen spielt, jedenfalls kommt mir das so vor. Also, weil ich den immer irgendwie öfter raushöre da in den Filmen. Ne? Und der spielt ja wohl auch mehrere, weil ich mit klar, bei Schuh des Manitus spielt er ja wohl Abahachi und Winnetouch, glaube ich. Wie gesagt, er könnte mich verbessern, wenn das nicht der Fall ist, aber ich meine, dass der da immer auch mehrere Rollen spielt. Ich glaube, ich kann das ja nicht so nachvollziehen, aber von der Stimme her würde ich sagen, dass der immer irgendwo zu hören ist, der Bulli. Und das macht er einfach klasse. Das ist, ja, Vicky und die starken Männer habe ich ja auch damals gesehen. Jetzt nicht auf Arbeit, aber den kenne ich auch. Da spielt er ja so einen spanischen Reporter. Ich meine, diese Ideen, die er immer hat, das ist Wahnsinn, ja. Also Bulli ist auch so ein Mensch, den ich total bewundere, weil er einfach total, er soll ja auch total nett sein. Ne? Also viele haben ja auch gesagt, dass der Bulli wirklich total nett auch ist. Und ich meine auch bei Lissi und der wilde Kaiser, wie gesagt, ihr könnt mich korrigieren, aber ich meine auch Badesalz rausgehört zu haben. Also da, wo der Teufel am Anfang kommt und dann der eine immer, ja, ich wurde, du kommst in die Hölle. Und dann der zweite von Badesalz hat, glaube ich, sein zweites Ich gespielt. Und hat dann immer gesagt, so, du, das ist doch gar keine schlechte Idee. Das ist, also ich glaube, wie gesagt, ich habe das alles nur gehört und
Aber ich meine, dass da Badesalz mitgemacht haben. Ja. Ja gut, wäre aber auch logisch, weil Badesalz ist ja auch schon mal bei der Bulli-Parade aufgetreten. Ich kann mich erinnern, die haben doch damals mal so eine Version von Back for Good irgendwie gemacht, so eine lustige. Ja, und ich kann mir da schon vorstellen, dass die da drin waren. Ja, Badesalz sind ja auch so ein Phänomen, ne? Also das ist herrlich, also lustig, ist einfach lustig. Und dann der Bulli dazwischen immer. Also bei Bulli ist einfach so, der braucht einfach nur zwei, drei Sätze zu sagen und dann fängst du schon an zu lachen. Ja, also bei irgendeiner Stelle, man hört halt ganz normalen Dialog und dann sagt der Bulli irgendwann, womit man gar nicht rechnet, was schaust du so blöd? Und schon fängt man an zu lachen. Ne? Das ist einfach herrlich. Der kann es einfach, ja. Der müsste mal so Hörspiele verhunzen. Das wäre geil. So eine Jan-Tenner-Sache von Bulli. Ich glaube, das wäre auch der Lacher schlechthin. Du. So Jan-Tenner in der Art von Surprise, so mit. Ja, mit der ganzen Crew auch. Rick Romanian als, weiß ich nicht, als Jan-Tenner und Bulli ist dann, keine Ahnung. Ja, also das könnte ich mir auch sehr lustig vorstellen. Wenn der so die Hörspielwelt erobern würde, so. Oder Bulli selbst ist Jan Tenner, geht ja auch. Und dann so, was muss man, ich brauche das Serum. Und dann so eine schöne Verarsche. Ja, also das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ich finde den Bulli ja sowieso, also der kann von mir aus, der könnte alles machen. Also ich glaube, mir würde alles von dem gefallen. Ja. Oder was ich auch geil fände, wäre, wenn er sich so einen Originalfilm nehmen würde. Also nehmen wir mal an, das würde gehen rechtlich. Nehmen wir mal an Star Wars jetzt, Episode 4. Und mit Originaldialogen natürlich, aber auf seine Art. Also stellt euch mal vor, dann so mit den ganzen Stimmen, die ihr aus Surprise kennt, auch mit der Art. Bulli spielt dann auch mehrere Rollen. Ne? Einmal spielt er dann, weiß ich nicht, C3PO. Die haben den Hauptreaktor getroffen, die werden schon verletzt werden, der reine Wahnwitz und so und dann so. Und dann halt aber auch mit diesen Bulli-Scherzen drin, ne? Ja. Also ich glaube, selbst wenn er sowas machen würde, würden die Leute lachen. Das ist einfach, also egal was der anfasst und der auch, ja, der hat ja auch geile Sounds und so, der. Also, mir gefällt das, was er macht. Also, wenn einer deutsche Filme machen kann, dann ist er das. Also ich würde auch gerne mal so einen ernsten Film von ihm hören. Das wäre auch mal interessant, wenn er mal wirklich was Ernstes inszenieren würde. So, ne? Die Frage ist, ob er das hinkriegt, weil Bulli ist halt wirklich einfach ein lustiger Typ. Ich glaube, also sowas richtig Ernstes, ich glaube, der würde immer seinen Senf dazugeben. Aber nicht, ey. Käsesahne-Rezept an den McDonald's verkauft. Und das alles nur, weil es damals diese Käsesahne bei McDonald's gegeben hat. Also es ist einfach geil. Es ist. Ja. Die ganze Crew ist einfach geil. Also er holt sich auch immer die besten Leute ran. Ne? Und das ist einfach wirklich toll. Und die haben auch alle Spaß dran. Ne? Also das ist ja nicht so, dass da irgendwie. Ich stelle mir den auch als Regisseur total lustig vor. Also, ich staune ja immer, dass die dann so einen Film hinkriegen, weil ich glaube, mit Bulli zu arbeiten ist wirklich, da bist du wahrscheinlich ständig am Lachen oder so. Also, der ist herrlich. Ich find den klasse. Also, das ist ein Mensch, den ich wirklich bewundere. Ja. Auch diese Zusammenarbeit mit Stefan Raab, also, dass er dann. Gut, ich meine, andererseits, ich hätte es natürlich persönlich geiler gefunden, wenn dieses Space Taxi wirklich von ihm selbst gewesen wäre. Also, vielleicht war es ja auch von ihm. Aber wenn er das halt selber aufgenommen hätte. Also, nichts gegen Stefan Raab. Stefan Raab ist auch ein großartiger Musiker. Ne? Aber das ist dann wieder dieses: Warum brauche ich so einen Großen, wenn ich doch eigentlich selber auch sowas könnte?
Ja, und ich meine, Bulli, der ich weiß nicht, wie er jetzt mit aufnahmetechnisch und sowas alles, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich meine, der macht ja auch selber viel und so. Und ich meine, das hätte der auch alleine hingekriegt. Ja, also. Ja, dieses immer sich Große ins Boot holen, das ist das Einzige, was ich da nicht so mag. Also das, wo ich mich dann auch frage, also auch mit Til Schweiger, wo ich dann so denke, braucht ein Film wie Traumschiff Surprise wirklich Til Schweiger, ja? Also wo ich dann so denke, naja gut, ist ja schön mit diesen Leuten zu arbeiten. Aber ja, das ist halt wieder dieses immer an die Großen hängen, ne? Das finde ich so ein bisschen schade. Ich meine, die Filme sind geil und auch Til Schweigers Rolle ist ja gut als Rock. Ne? Aber ja, es ist immer das alte Problem. Ne? Man nimmt sich große Leute, um den Film populär zu machen. Und manchmal braucht man das gar nicht, weil der hat echt so viel Humor und so viel. Naja, wir holen uns auf jeden Fall keine großen Leute ins Boot. Außer wenn man die mal interviewen könnte. Ich weiß nicht, so Interviews wären auch nicht mein Ding. Also jetzt so knallharte Interviews, so von wegen Fragen formulieren und dann die stellen. Also ich fände so ein nettes Gespräch eigentlich viel schöner, so dass man einfach nicht weiß, was man fragt. Ja? Finde ich eigentlich viel schöner, als wenn man jetzt so sich Fragen zurechtlegt und dann die fragt und dann. Ein Interview mit Wendy Torstig. Wie fand Wendy ihre eigene Folge? Wäre ja auch mal was. Ja. Ja. Ich habe ja auch den Podcast gehört von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast, und da war ja letztens auch Katrin Fröhlich, und das war auch ganz interessant, so was sie so erzählt hat und auch über den Synchronpreis, der ja vor kurzem war, also ich glaube irgendwann im September, ne? Und da hat sie auch geschwärmt von Rania Bonalana, wie sie das organisieren kann und wie sie da drin ist, und da meinte sie auch, ja, wenn ich das machen würde, so wie sie, bräuchte ich erstmal eine Ausbildung dafür bei ihr, und ich finde das schon faszinierend, also wenn man diese Wendy-Stimme hört und so dieses da vermutet man sowas gar nicht, ja. Also klar, Wendy ist natürlich auch, die will ja natürlich auch immer alles machen. Aber ja gut, Wendy ist halt Wendy. Also ich glaube, wenn Wendy einen Synchronpreis organisieren würde, wäre sie wahrscheinlich sehr überfordert. Das könnte man ja auch mal nachspielen. Aber ja, und dann hört man halt, Mensch, wie bescheiden Rania Bonalana so letztendlich ist. Und ja, Wendy ist ja manchmal gar nicht so bescheiden, ne? Also klar, sie ist auch fair und hilft Leuten, aber letztendlich ist sie ja schon sehr, wie soll ich das sagen, ja, so ein bisschen auf sich ist sie ja schon, ne? Also sie ist einfach, also sie sagt ja auch sowas, ja, gewinnen möchte ich ja schon, und und wenn man jetzt da gegen Rania sieht, die eigentlich total bescheiden ist und, also ich finde das schon geil, wie sie sowas auch spielt, also so jemand, der halt auch, oder auch dieses mit dieser Café-Folge, wo dann der Vater schon sagt, ja, Wendy, bleib mal ruhig, du bist hier keine Security, du kannst hier nicht, ne? Und ich frage mich dann immer, wenn ich sowas höre, wie hätte Rania selbst die Sache gelöst, ne? Und die hätte wahrscheinlich eine ganz andere Lösung gehabt dafür. Und ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wenn ein Schauspieler so einen Charakter halt so dermaßen echt spielt, du denkst dann erstmal, boah, ey, jetzt bist du erstmal, boah, was macht die denn für Sachen, dieser Charakter? Und dann unterhält man sich vielleicht wirklich irgendwann mal mit demjenigen und merkt es vielleicht gar nicht, weil derjenige so normal ist und so nett und ne, das finde ich schon sehr, sehr, aber so ist es ja auch, ne? Gut, so muss ja ein guter Schauspieler letztendlich auch sein, ne? Und ich meine, klar, so gut wie ich Wendy finde, aber
Ich denke mir manchmal, ein Mensch, der sich so nur mit Pferden beschäftigt. Also, wenn man jetzt mal für sich vorstellt, man kennt so einen Menschen, ne? Pferde, Pferde, Pferde. Ich meine, das ist ja auch, selbst der Vater sagt ja manchmal im Hörspiel, ja, du musst doch mal was anderes im Kopf haben außer Pferde, ne? Ja. Das ist irgendwie, man müsste echt mal so eine Folge machen, Rania trifft auf Wendy. Also das wäre natürlich, das würde mich echt mal reizen. Wie würden die beiden sich unterhalten? Ja, also hat Katrin Fröhlich auch gesagt, dass sie bewundert und so. Und das muss ich auch sagen. Also ich bewundere sie auch, weil ja, auch so im Hintergrund zu sein und trotzdem alles so zu regeln. Und man findet ja auch kaum Interviews von ihr. Ne? Also das ist gut, vielleicht unter ihrem Mädchennamen, ich weiß es nicht. Aber man findet ja auch kaum was letztendlich. Und naja gut, vielleicht wird das ja irgendwann mal anders. Ich habe ja gesagt, irgendwann kommt bestimmt mal ein Interview von ihr. Aber ja. Sie scheint halt wirklich sehr bescheiden zu sein. Ne? Andere sind da wieder anders. Also weiß ja genug Synchronsprecher gibt, die auch wirklich sympathisch sind. Also Katrin Fröhlich ist ja auch sehr sympathisch, kommt sehr sympathisch rüber. Ne? Dietmar Wunder, ne? Ist auch sehr nett eigentlich. Und gar nicht so der James Bond-Typ, wie man so denkt, ne? Der spielt ihn halt nur. Und ja, das ist aber schon eine schöne Sache. Also eine Miezekatze ist hier. Ja, also im November kommt ja die neue Folge von Wendy, da werde ich mal sehen. Genau, das ist ja so ein Organisationsding. Da muss ja Wendy dann sich um die Pferde kümmern und alles, weil der Vater ja krank ist. Na, wie passend. Da bin ich mal gespannt, wie sie das unter einen Hut kriegt. Ja, vielleicht sollte Wendy sich mal Tipps von Rania holen. Ich glaube, das würde ich so abfeiern, wenn in der Folge mal wirklich vorkommen würde, dass Wendy sagt, ja, ich habe mir Tipps so geholt von wie heißt diese Synchronsprecherin? Rania Bonanana, die macht ja so viel mit Organisationen. Ich glaube, jetzt kriege ich das besser hin. Ich glaube, ich würde so ablachen. Das wär mal so ein richtiger, wie sagt man, Easter Act. Ne? Sagt man auch so sowas. Ich glaube, das wäre so geil. Oder überhaupt, wenn der Name erwähnt werden würde. Ne? Ich meine, sowas wird nicht passieren. Aber ich liebe ja sowas. So dieses mit der Wirklichkeit verflechten. Das fand ich ja damals auch bei Last Action Hero so geil, mit der Karte, mit der Eintrittskarte und dann, wo dann Arnold Schwarzenegger und dieser Jack Slater, hieß der so? Ja. Beide in der wirklichen Welt letztendlich waren, also der, und dann hat man beide auch erlebt und so und sowas. Sowas finde ich einfach cool, so dieses Verflechten mit der wirklichen Welt. Und dann, am geilsten ist noch, wenn die dann aufeinandertreffen, Figur und halt Sprecherin oder Schauspielerin oder Schauspieler. Das finde ich einfach, sowas finde ich einfach cool. Wendy organisiert den deutschen Synchronpreis. Vor allem, der Witz ist, Wendy selbst hätte ja von sowas überhaupt keine Ahnung. Oh, war ja das wäre noch eine geile Folge. Sowas müsste man echt mal machen, so aus Gag. Ja, ich weiß, ich habe Sachen im Kopf. Da denkt ihr jetzt alle, was ist dem langweilig? Aber ja, sowas spinnt man sich dann zurecht, ne? Ja, ich fand ja auch die Geschichte von Baumann und Clausen zum Beispiel sehr interessant, ne? Wie die beiden, also Frank Bremser und Jens Lehrich, glaube ich, hießen sie,
mal bei BB Radio auch waren und das mal so erzählt haben, wie das alles so zustande gekommen ist und wie sie auch wirklich erzählt haben, ja, so sie kannten mal so einen, haben mal so einen Klausen erlebt, der dann irgendwie nie da war und daher kommt das halt und wie dann auch der, wie dann auch den Klausen nachgemacht hat und wie, dass er halt normal ganz anders spricht und das ist schon faszinierend, wenn du so hinter die Kulissen guckst und merkst, wie die Leute halt wirklich sind, ne? Dann verstehst du natürlich auch die Figur viel besser, weil, aber das ist ja auch, Bauern und Klausen ist ja auch so ein Phänomen. Ich meine, das läuft immer, ne? Das ist egal, was die machen, das ist einfach, wenn am Schluss Käffchen Bingo kommt, weiß man Bescheid, ne? Das ist einfach so, das ist einfach geil. Ja. Gespannt, wie die neue Folge wird von Bendy. Wie spät haben wir es eigentlich? 3 Uhr und 14 Minuten. Ja, aber wir haben noch 20 Minuten. Ungefähr. Also ich habe mir gedacht, dass ich den Podcast so etwa eine Stunde lang mache. Bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ja. Das werde ich mit Flo übrigens auch demnächst mal probieren. Also wir werden um meine Uhr, sagt mir ja mal die Zeit. Also das heißt, wir werden einfach mal um voll anfangen. Also meinetwegen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen um 17 Uhr den Jantenna-Podcast oder um 16 Uhr, ist ja egal. Und dann versuchen wir mal wirklich so eine Stunde lang darüber zu reden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Weil bis jetzt waren ja die Flo und Sven reden über Jantenna-Folgen ja immer kürzer. Weil ich ja immer früher dann auf den Schluss gekommen bin und gesagt habe, ja, machen wir mal lieber Schluss. Aber ich denke mal, so eine Stunde geht ja immer noch. Und vor allem, wenn wir dann noch Mono nehmen, die 64 Kilobit. Mal gucken, wie das kommt mit dem Telefon und so, ob das dann trotzdem noch okay klingt, aber ja, probieren wir einfach aus. Ja, und dann schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall bin ich gespannt drauf. Ja. Ja, mein Keyboard soll wohl Wochenende kommen. Wahrscheinlich. Bis jetzt gibt es ein paar Lieferprobleme. Ja, das Ding ist halt gefragt, ne? PSR SX600. Aber er kommt auf jeden Fall wahrscheinlich Wochenende. Das heißt, ich könnte am Wochenende schon mal gucken, dass ich euch ein bisschen was davon präsentiere. Ne? Also das, ja, wäre schön. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Weil ich möchte es natürlich auch auf eine lustige und schöne Art machen. Also ich möchte euch da nicht jetzt die ganze Zeit die Instrumente an den Kopf dudeln, sage ich jetzt mal. Sondern mal gucken. Ich werde es mit viel Sprechen und auch mit Spielen machen, aber soll ja auch nicht so ein Podcast sein, wo ich zeige, was ich kann. Ja, also das, ich will ja, dass ihr hört, was das Keyboard kann, letztendlich. Also geht ja nicht darum zu hören, guck mal, wie ich spiele und guck mal, was, sondern ihr sollt ja auch die Sounds an sich, ne? Und mal gucken, ob wir da vielleicht was ganz anderes hinkriegen, als das, was die als die anderen immer machen, ne? Also so ein bisschen auf, was kann das Keyboard, wie klingt der Sound über ein Mikrofon? Ich werde jetzt erstmal nur die Olympus-Mikrofone aufnehmen können, aber ja, auch was kann man mit dem Modulationsrad machen und was kann man, ne, so eine Sache halt, wie reagiert jeder Sound
So eine Geschichte halt. Ja? Wir können halt nicht erstmal Olympus und Mikro, also können halt nicht den Yamaha ans Mikro, Olympus anschließen und dann mit dem Mikrofon arbeiten, weil ein Mikrofon habe ich ja noch nicht und die richtigen Kabel muss ich mir auch erst wieder besorgen. Aber ich denke mal, wir können über die Mikrofone schon einen kleinen Eindruck gewinnen und werden einfach gucken, inwiefern, wichtig ist mir auch, dass ihr auch hört, wie ich das Keyboard bediene. Ja, also ich erzähle dann auch so ein bisschen das, was ich jetzt erzählen kann. Und natürlich mit einem kleinen Aufruf. Und zwar, ja, ob es halt jemanden gibt oder ob es eine Möglichkeit gibt, eine Gebrauchsanweisung für Blinde zu machen. Ich kann das nicht, weil, ist ja logisch, müsste ja jemand machen, der die Gebrauchsanweisung lesen kann. Und der auch, also bis jetzt ist es ja immer so, wenn man eine Gebrauchsanweisung hat, dann steht da irgendwie, drücken Sie Taste so und so. Und ja, man bräuchte halt sowas wie beim Olympus, so eine Gebrauchsanweisung, wo gesagt wird, dritte Taste von oben, zweimal drücken, ja, sowas halt. Und da wäre es halt interessant, jemanden zu finden, der sowas halt machen würde. Für, ja. Ja, ich kann halt nicht viel bezahlen dafür oder so, aber jemand, der halt wirklich Spaß dran hat, ja, der sagt, na klar, mache ich das. Ja, als Gegenleistung kann man ja sagen, dann, weiß ich nicht, dafür interviewt man ihn im Podcast oder sowas, ne? Ich meine, das ist jetzt zwar kein Riesenpreis, aber ja, das ist immer noch besser, als wenn jetzt alle dafür Geld bezahlen müssten. Wenn man aber so eine Gebrauchsanweisung, dass ein Blinder den bedienen kann, wäre schon ganz cool. Also, ja, wenn da einer Lust zu hat und jemand halt auch gut sowas machen kann, wichtig wäre mir, wenn jemand sowas wirklich macht, dass er das halt auch auf die spaßige Art macht. Also nicht hier, vielen Dank, dass Sie sich für den Yamaha PSR SX 600 entschieden haben. Inhaltsverzeichnis. Ja, also richtig, dass man das wirklich mit Spaß auch macht. So, ja, auch mit, vielleicht sogar mit Benutzung irgendwie. Dass man dann wirklich auch so ein bisschen auch denen die Funktion erklärt und auch anwendet. Ne? Also das wäre ganz cool. Wie gesagt, ich kann es nicht, weil ich kann die Gebrauchsanweisung ja nicht umsetzen. Ich kann sie höchstens vom iPhone vorlesen lassen oder ja, selbst an der Breitzeile lesen, aber das wäre. Ja, man muss ja auch wissen, welche Taste gemeint ist. Deshalb meine ich, muss derjenige ja auch sehen können. Oder mit einem zusammenarbeiten, der sehen kann, dass die Tasten ja auch beschrieben werden, welche Taste es ist. Man muss ja dann auch sagen, Taste, also für einen Blinden, ne, dass der Blinde das dann auch verstehen kann. Und das ist natürlich nicht einfach. Aber gut. Ja, wie ihr hört, war ich gerade auf Klo. Aber ja, ist halt so. Ihr hört auch hier sowas mal. Ich weiß, es ist für viele ein bisschen merkwürdig, aber auf der anderen Seite, ich habe ja direkt reingesprochen. Ich denke mal nicht, dass man besonders viel von den Geräuschen gehört hat. Ja, und wenn, ist auch nicht so schlimm. Das ist halt Podcast von Sven Heidenreich. Ja, da hört ihr halt auch mal, wie ich aufs Klo gehe und wie ich mal ein gewisses Geschäft verrichte. Wie gesagt, ich wollte jetzt das Gerät auch nicht ausmachen, weil ich so im Redefluss war. Und ja. Wen es stört, kann ja dann weiterspulen oder sich die Mühe machen, die Datei runterzuladen und das rauszuschneiden. Ja, so ist, aber so ist mein Podcast einfach und ja, dann hört man halt mal gewisse Sachen und ja, es ist ja letztendlich auch menschlich, ne? Irgendwo ist es ja auch menschlich und ja, wie gesagt, die Katzen gehen ja auch aufs Klo und da kann man ja auch nicht sagen, nee, mach jetzt das Gerät aus.
Also von daher sehe ich das ganz locker. Das ist halt, ne? Das ist halt das Authentische an dem Podcast. Das mag für viele unangenehm sein, aber ja, auf der anderen Seite, wie fällt man als Podcast letztendlich auf, indem man halt Sachen macht, die anders sind? Ne? Indem, und ja gut, dann, wenn man es halt optisch nicht kann, dann muss man halt gucken, dass man audiomäßig halt irgendwas macht, was, wo vielleicht andere sagen würden, also, jetzt geht der auf Klo und jetzt hört man das auch noch. Und, ja, aber das ist nicht, weil ich das so schön finde oder so, sondern einfach, weil ich es mir sage, ja, warum immer an- und ausmachen? Ne? Also da ist überhaupt keine Absicht hinter, sondern ja, damit möchte ich euch einfach auch zeigen, dass ich den Podcast so mache, wie ich ihn mache. Das heißt also, ich mache halt gewisse Sachen im Hintergrund. Ja? Und wenn ich halt aufs Klo gehe, dann gehe ich halt aufs Klo, sage ich jetzt mal. Und manchmal mache ich ja das auch aus. Aber jetzt habe ich mir so auch gedacht, gut, wenn ich jetzt direkt reinspreche, dafür ist ja das automatisch auch ganz gut, dann hört man es vielleicht nicht ganz so. Und ja gut, dann hört man halt mal plätschern. Ne? Und, aber wie gesagt, das ist ja alles Audio und so ist das halt bei mir und meinem Podcast. Ich meine, dafür habe ich halt jetzt eine kleinere Reichweite. Aber so ist der Podcast halt einfach. Und ja, dann hört man das einfach mal. Und ja. Das würde man natürlich bei einer extrem trockenen Aufnahme gar nicht mitkriegen. Ne? Also das ist natürlich wieder der große Vorteil, wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich so aufnimmt. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt also immer hier total reinsprechen, würde also auch mit Audacity Rauschen wegfiltern und sowas alles. Ne? Würde halt immer den gleichen Abstand wahren hier mit dem Olympus. Wäre das natürlich möglich. Dann könnte man natürlich so eine trockene Aufnahme hinkriegen, dass man halt diese Hintergrundgeräusche gar nicht mitkriegt. Ne? Also es wäre natürlich auch reizbar irgendwo. Ja, mal sehen. Also ich werde mich auf jeden Fall mit den Sachen mal beschäftigen. Vielleicht hat der ein oder andere auch mal einen Tipp, wie man so eine trockene Aufnahme hinkriegt, ohne großen technischen Aufwand. Also, wie gesagt, ich habe das ja auch schon versucht mit dem Mikrofon auf niedrig und fast am Mund und so. Aber dann wurden die Aufnahmen immer zu leise irgendwie. So, und wenn ich sie natürlich wieder lauter ziehe, habe ich wieder ein Grundrauschen. Also, naja, also wie man es macht, ne? Aber ich bin halt auch kein technisches Genie. Ich meine, es ist ja jemand, der sich nur mit sowas beschäftigt. Ja. Mal zu meinem Podcast-Bild in der Gruppe, ne, weil ja da auch irgendwie gesagt wurde, ja, der zeigt sein, er sitzt da nackt und oben ohne und dazu möchte ich Folgendes sagen. Also erstens habe ich das Bild einfach nur so ausgesucht und zweitens habe ich mir auch überlegt, finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass das Bild so ist, denn dahinter steckt ja auch so eine gewisse Symbolik. Ne? Also es ist ja auch nicht irgendwie obszön. Ja, man sieht halt nur, dass ich halt oben nichts anhabe und dass ich halt nur meinen Bauch habe. Ja, den habe ich ja nun mal, dazu stehe ich auch. Und das soll ja auch so ein bisschen dieses authentisch darstellen. Ne? Also ich zeige mich halt, wie ich bin. Natürlich jetzt, also wenn man jetzt, es gibt ja Grenzen. Ne? Also jetzt, wenn man natürlich sich zeigt, ganz nackt zeigt, das geht natürlich nicht. Aber ich meine oben, wenn man jetzt, sagen wir mal, sich in Unterhosen ablichten lässt und man sieht es ein bisschen und so und finde ich gar nichts schlimm dran, denn ja, das ist auch wieder dieses, ne, wer macht es schon so? Ne? Und man muss ja irgendwie auffallen. Irgendwie muss man ja auch irgendwas haben, wo man sagt, okay, jetzt. Und deswegen habe ich gesagt, gut, nimmst du das Bild einfach und egal, was die Leute darüber sagen. Ne? Nur
So ist es einfach. Und deswegen werde ich das Bild auch so lassen in der Gruppe. Außer es gibt mal irgendwann ein richtiges Gruppenbild oder es gibt halt wirklich jemand, der so ein Bild zusammenschneiden kann mit allen Bildern von den Gruppenmitgliedern. Das ist dann wieder was anderes. Aber so, ja, mein Gott, sieht man es halt, dass ich in dem Moment nur die Unterhose anhatte oder eine Hose. Ich weiß gar nicht, ob ich auch eine Hose anhatte, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, mein Gott. Ich habe auch ein Video, habe ja auch bei einem Video das bei YouTube drin gehabt und da wurde ich auch nicht gesperrt. Und ich sage mir, solange ich nicht gesperrt werde, scheint es ja okay zu sein. Ne? Also blöd wird es halt, wenn man halt was reinsetzt, was jetzt wirklich, was jetzt wirklich irgendwie extrem ist und wo man dann gesperrt wird für. Ne? Aber ich sag mal jetzt, solange YouTube und ja auch Anchor nicht meckern, wenn man so ein Bild reinsetzt, ist es ja auch okay. Und ich meine, mein Gott. Wie viele Leute lassen sich oben ohne, ne, ablichten? Ehrlich gesagt, mir war das auch vollkommen egal. Ich habe gesagt, Hauptsache, da ist ein Bild von mir drin. Und wenn man meinen Bauch sieht, sieht man meinen Bauch. Ja, und das ist authentisch. Dazu stehe ich. Ich bin dick, ich muss mich nicht dünner machen. Und ja, das kann ich dazu nur sagen. Wen es stört, der muss halt weggucken. Ganz einfach. Und ja, ich will mich halt nicht künstlich darstellen, ich bin so, wie ich bin. Und wenn man mal meinen dicken Bauch irgendwo sieht, wenn man mich am Keyboard sieht mit Bauch, dann ist es halt so. So bin ich, ja. Und so müssen mich die Leute letztendlich sehen. Und ja, natürlich kann man, wenn man jetzt irgendwie feiner einen Auftritt macht oder so, was ich ja nicht mehr mache, aber klar kann man das alles mit weiteren Klamotten und so, aber ich sage mir auch einfach, ja, warum? Ich bin halt so. Ich esse gerne und ich muss mich nicht verstellen für niemanden und ja, mir ist es auch eigentlich scheißegal, ob die Leute das sehen, weil ich sage mir einfach, ja gut, so bin ich und ja, das kann ich dazu nur sagen. Also ich stehe dazu, wie ich aussehe, ich stehe dazu, wie ich bin und ja. Und wenn man dann halt mal ein Bild sieht, wo mein Bauch zu sehen ist, oder dann ist es halt so, ganz einfach. Ja. Das kann ich dazu nur sagen. Ja, und jeder, der sich über sowas beschwert, der hat diesen Podcast nicht verstanden. Das kann ich dazu nur sagen. Dieser Podcast ist authentisch. Der zeigt, wie ich bin. Der zeigt auch, wenn ich mal ein Bild reinsetze, auch mein Aussehen, wie ich halt bin. Und ja, und wem das halt nicht passt, der hat die Mission oder die Message dieses Podcasts einfach nicht verstanden. Das kann ich dazu nur sagen. Ja, also hier geht es um authentisches Leben, ja, ich bin, wie ich bin, ich verstell mich nicht und ja, das ist die Mission. Und deshalb passt das Bild irgendwie auch in der Podcast-Gruppe. Also das ist wirklich so, von wegen so bin ich. Gut, ich habe das nicht als Podcast-Cover genommen, weil da hatte ich ja, zu der Zeit hatte ich ja das noch nicht. Ich habe mich da irgendwie mal fotografiert und habe dann, ich glaube, da sieht man auch kaum was in dem Podcast-Cover. Aber ist ja auch egal. Mir war wichtig, dass nur irgendein Bild jetzt auch ohne Bild gemacht, ehrlich gesagt. Also es ist ja so, dass die Seiten ja immer nur ein Bild brauchen und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, gar kein Bild. Ja, also, aber das ist ja das, wenn man eine Gruppe macht und gerade in Facebook, dann ohne Bild nehmen die das ja gar nicht an. Ja, und das finde ich auch bescheuert. Ich meine, warum muss man überall sein Bild haben? Ja, also es ist auch, wo ich dann sage, warum muss denn jeder irgendwie. Also ohne Bild fände ich es eigentlich viel besser. Aber gut. Wir leben ja nun mal in einer optischen Welt. Ja, dann kriegen sie auch das, was sie nicht kriegen wollen. Ganz einfach. Wenn ich gezwungen werde, also es ist auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen so, wenn ich gezwungen werde, ein Bild reinzusetzen von der optischen Welt,
Dann sage ich mir wieder, ja gut, dann kriegen sie halt das, was sie nicht sehen wollen. Ganz einfach. Oder sie schaffen den Mist ab und sagen, jeder kann, es muss kein Bild reingesetzt werden. Aber wenn ich dazu gezwungen werde, ein Bild reinzusetzen, dann kriegen die Sehenden halt auch ein Bild, wo sie halt schmunzeln oder wo sie halt sagen, okay, was macht denn der jetzt, ne? Also denkt mal ein bisschen drüber nach. Wie wenig Möglichkeiten gibt ihr uns? Und ja, warum gibt man uns nicht die Möglichkeit, es ohne Bild zu machen? Weil wir blind sind, ja? Und ja. Warum muss man in einer Podcast-Gruppe ein Gruppenbild da drin haben? Warum muss man die Leute sehen? Ja, das ist einfach, wo ich sage, warum? Es geht hier um Audio. Und ja, deshalb dieses Bild als reiner Protest. Ne? So von wegen, naja, dann kriegt ihr halt das, was ihr nicht kriegen wollt, könnt, dürft. So sehe ich das. Ne? Und ja. Ihr seht also, ich bin, wie ich bin. Jetzt haben wir es kurz. Nee, jetzt haben wir es viere. Ich werde den Podcast gleich hochladen. Mit meinem Olympus. Also vielmehr, ich werde den Olympus wieder ans iPhone anschließen. Und dazu habe ich jetzt eine Stunde Zeit. Und ja. Ihr habt wieder was über mich erfahren. Also jeder, der das Bild jetzt sieht, kann vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Ja, und ihr wisst jetzt, warum ich das gemacht habe letztendlich und was ich damit eigentlich aussagen möchte. Ja, und ja, vielleicht denken die Sehenden auch mal ein bisschen drüber nach. Ja, vielleicht denkt ihr mal ein bisschen drüber nach, was für Möglichkeiten gibt ihr uns eigentlich und warum zwingt man uns, ein Bild irgendwo reinzusetzen? Wir, die wir das gar nicht sehen können. Ja, das wäre so, als wenn wir einen Sehenden sagen würden, hier hast du alles in Punktschrift und der Sehende kann es gar nicht lesen. Ja? Und zum Beispiel, ne? Oder du spielst einen tauben Menschen eine Sinfonie vor und sagst so, jetzt hör mal zu. Ne? Das ist, also man sollte sich auch ein bisschen in die Lage eines Blinden wirklich hineinversetzen und zu sagen, warum. Ja, wenn man schon bei Audio ist, warum muss man denn trotzdem Bilder reinsetzen, ne? Damit etwas irgendwie funktioniert. Und ja, deshalb auch meine Videos auf YouTube ohne Bild. Ne? Weil ich mir einfach sage, was ich nicht sehe, brauchen die anderen auch nicht sehen. Oder wenn die anderen denn schon, wenn ich dann schon gezwungen werde, was reinzusetzen, dann halt mit Protest und sagen, hier, okay, dann kriegt ihr halt das zu sehen, was ihr nicht sehen wollt. Genau. So können wir die Sache einfach nur ein bisschen aufrütteln. Und ja, vielleicht merken die Leute dann auch mal, was Sache ist. Und man muss nicht immer mit der sehenden Welt mitgehen und sich verhalten wie ein Sehender. Und wir sind nun mal blind und wir können natürlich vieles auch so wie die Sehenden, das ist klar. Aber es gibt Grenzen. Und vor allen Dingen, es gibt einfach auch, wir müssen auch die Möglichkeit kriegen, unsere eigene Sache zu machen. Ja, und ja, dazu stehe ich einfach. Und ich denke mal, es gibt schon Leute unter euch Blinden und auch vielleicht sogar unter euch Sehenden, die sagen, Mensch, so ist das, ne? Und ja, ich finde das einfach wichtig, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, ne? Das ist genau das, was wir brauchen. Und es ist ja sowieso alles angepasst. Und ja, da müssen wir einfach gegensteuern, irgendwie. Ja, das war's jetzt also. Ich denke mal, der Podcast müsste jetzt ungefähr eine Stunde lang sein.
Ob er es ist, weiß ich nicht. Kann ich sehr schlecht beurteilen, weil der Olympus mir ja auch nicht sagt, wie lange er aufnimmt. Das ist zum Beispiel auch noch, das fände ich zum Beispiel, das finde ich wiederum an den Daisy-Playern gut, wenn die aufnehmen, aber die haben halt nicht die Qualität. Naja, dann wünsche ich euch, das war also auf jeden Fall Podcast von Sven Heinrich, Folge 309, mit ein bisschen Kritik, aber ich hoffe, dass die Folge euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat und ja, ihr habt mal wieder was von Audacity gehört, wie andere Leute mit Audacity umgehen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn die Folge 310 kommt oder wenn Flo und ich halt, Flo und Sven reden über Jantenna, die Folge 4 machen. Wie gesagt, wann wir die Folge machen, wissen wir nicht. Es hängt davon ab, ja, was hier nun los ist. Und wie gesagt, gestern habe ich den ganzen Tag nur geschlafen. War ich total ausgenockt, obwohl wir halt nicht viel gearbeitet haben, aber irgendwie hat mich dieses Filmgucken, so schön es auch war, aber ich war davon sowas von müde, dass ich dann den ganzen Tag nur gepennt habe. Naja, als ich nach Hause kam. Und das Keyboard ist ja auch noch, das ist ja auch noch unser nächstes Projekt, also wie gesagt, das wird auf jeden Fall alles noch sehr interessant. Bleibt also dran, wenn ihr dranbleiben wollt und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao!